Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder, euer Odin, und ich habe eben das Unboxing zum Open Run gemacht. Jetzt fehlt noch das Open Run Mini und das Open Ear Comfort. Also Comfort, denke ich mal. Also Open Com steht hier nur drauf unten, aber hier oben steht Open Comfort. So. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Mini an. Das sollte sich jetzt eigentlich zu dem Open Run nicht großartig unterscheiden. Das Einzige, was halt anders ist, halt ist hinten der Bügel ist kürzer. Sonst ist die gleiche Technik ja verbaut. Werden wir uns angucken. Und nachher machen wir dann Hardware-Videos von den einzelnen Produkten. Die werde ich testen. Ich werde die dann auch unterwegs mal testen, wie das Mikrofon ist und so. Hier weiß ich schon, dass es so rausgeht. Positiv ist, dass ich ein Mini und Normal jetzt habe. Wegen dem USB-Kabel, weil das ist halt wieder ein spezieller. Also nicht speziell, aber halt. Hier ist halt die Seriennummer drin. Nicht speziell, aber ist halt mit einem Magneten, damit das halt hält, damit wir hier keine offene Stelle haben, wo irgendwie Wasser eindringen kann. Denke ich mal, aus der Perspektive haben sie das dann halt so entwickelt, wie es ist. Und wir haben genau wie beim Open Run ein USB Mini, also Quatsch, nicht Mini, normal USB und halt zwei Anleitungen. Und da ist ein Magnet unten dran. Also ist kein USB-C, das ist halt ein bisschen ovaler. Ich zeige euch auch gleich, wo der rankommt. So. Und zwar kommt der, wenn wir das jetzt hier rausnehmen, da. Da kommt der USB ran. Seht ihr diese Vertiefung? Ja. Und dann haben wir halt das Open Run Mini hier drin. Und mehr ist da nicht mit bei. Also nichts Spektakuläres zusätzlich, aber die Tasche ist mit bei. Für Sportbereiche ist es gut. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir werden sie gleich testen. Wir werden gucken, ob es einen Unterschied zwischen dem Mini und dem normalen Open Run außer der Länge von dem komischen Zeug hinten gibt. Ich bin da mal sehr gespannt. Und als nächstes werden wir ein Unboxing natürlich vom Open Com machen. Das unterscheidet sich halt dadurch, dass es halt ein extra Mikrofon hat. Alle sind sie bei mir in schwarz. Und ja, dann würde ich sagen, hier, oh. Sehe ich jetzt erst. Good Design Award 2020. Also die haben mit dem ein Design Awards 2020. Also bei Good Design Awards haben sie 2020 gewonnen, so wie es aussieht. 2 Jahre Warranty, also ja, Garantie, denke ich mal. Ja. Dann werden wir mal gucken. Werden wir mal gleich ein Unboxing davon machen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.